Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Ja, wir haben es in der letzten Folge geschafft. Unsere Flux-Infuse-Rüstung ist fertig. Und damit wollen wir heute auch ein bisschen rumspielen. Das heißt, wir möchten verzaubern und wir möchten mal gucken, was da noch so geht. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich auf jeden Fall mal die Mob-Essenz von hier unten. Ah, genau, der ist fast voll. Also da haben wir auf jeden Fall genügend am Start. Boah, Alter, das Ding ist so scheiße schnell. Und ich weiß gar nicht, können wir hier aus der Drum Liquid XP rausnehmen? Nee, leider nicht. Ich weiß, aber die brauche ich glaube ich gar nicht. Also die Mob Sense müsste aus. Oh, Alter. Ja, das ist. Also da müssen wir auf jeden Fall was machen für die Schuhe. Zack. Perfekt. Okay, haben wir hier noch Bücher? 7 Stück. Das ist nicht viel. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Bücher. Kurz mal die Bögen loswerden hier. Bing, bing. Habe ich hier noch normale Bücher? 2 Stück. Mal kurz gucken hier. Normale Books. Sugarcane. Gemacht. So. Okay, das sollte, denke ich mal, ausreichen für das, was wir vorhaben. Okay. Fangen wir mal an und ziehen uns mal so ein paar Sachen hier raus. Also, ich möchte auf jeden Fall Soulbound überall drauf haben. Okay, 4x Soulbound. Dann brauchen wir gucken wir mal, was gibt's denn hier? Power brauchen wir nicht, Flame auch nicht. Sending Multishot. Breaking. Ending Luck of the Sea. Das brauchen wir alles nicht auf der Rüstung. Breaking. Ich weiß gar nicht, bringt das was? Mal kurz gucken. Ich habe neben mir eine Liste auf. Unbreaking geht bis 3, weil das weiß ich beim besten Willen nicht. Nehmen wir 4x Unbreaking mit. Können wir das hier eigentlich schon mal rein donnern. Einmal ins Deck Bücher und dann einmal alles entzaubern hier. Das möchte ich haben. Soulbound nehmen wir mit. Soulbound geht bis steht nicht mit in der Liste, aber ich glaube Soulbound geht nur bis 3. Mending, Unbreaking. Unbreaking. Lua, das braucht kein Mensch. Unbreaking. Soulbound. Komm, wir schmeißen die mal hier unten in die Tonne. Brauchen wir sowieso nicht. Ja. Und hier brauche ich nochmal Soulbound. Soll ich jetzt hier Inside
Zollbund, okay. So, ziehen wir unsere Rüstung. Ich brauch mal Platz und eine Kiste. Also, erstmal das ganze Papier weg. Einmal weg, Papier weg. So, und da brauche ich mal eine Chest. Das darf ruhig eine Doppelkiste werden. Die machen wir ruhig mal hier hinten. Hoppala, so in die Ecke. Und dann kommt mal das da rein. Mending kommt da rein. Genau. Und die kommen da auch erstmal rein. So, Rüstung aus. Zip. Dann Zobond rein. Okay, haben wir. Nochmal. Okay, da geht kein Soulbond drauf. Interessant. Geht das nicht eventuell wegen... Mist, schade. Unbreaking, geht das da drauf? Halt andersrum wenden. So und... Okay, das kann ich anscheinend gar nicht verzaubern. Dann machen wir das hier mit drauf. Auf die Schuhe. Auf die Hose. Okay. Die kommen wir da unten hin. Dann hätte ich gerne noch Fire Protection. Efficiency. Jetzt mal gucken. Efficiency geht bis 5. Fortune. Feather Falling. Machen wir mal auf die Schuhe gleich. Last Stand 2. Last Stand. Ich trenne die mal. Last Stand. Und Feather Falling. Feather Falling haue ich mir gleich auf die Schuhe. Okay. Last Stand, müssen wir mal gucken, ob das Last Stand 3 gibt. Efficiency. Holen wir auch gleich mal runter. Efficiency. Fire Protection. Multishot Luck of the Sea. Efficiency. Das da rein, das da rein. Last Stand wollte ich mal testen, ob das geht. Das auch weg. Kann ich hier Bücher miteinander verzaubern? Ja, Efficiency 5. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Okay, Efficiency geht also... nicht. Gucken wir mal hier. Der Deep Strider. Unbreaking. Fire Protection. Feather Falling. Okay, das habe ich schon. Holding Protection. Blast Protection, Protection 3, Protection 3,
Excavate, Last Stand, Holding, Smite, Sharpness, Knockback, Aqua Affinity. Ja, da ist auch nochmal Efficiency drauf, das brauche ich nicht. Mending, Punch, Leech, Fortune, Unbreaking, Efficiency, Holding, Smite, Sharpness, Protection. Gucken wir mal, was an Multishot kann mal weg, der Bogen kann weg. Dann Luck of the Sea, Mending. Mending, Fire Protection. So, dann habe ich hier Sharpness und Protection 3. Protection behalte ich. Protection. Mal gucken, was daraus wird. Protection 4. Das ist auch das höchste, was geht. Das machen wir mehr. Das ist aber doof, dass man die nicht verzaubern kann. Vielleicht in dem normalen Enchantment Table, beziehungsweise vielleicht. Anvil. Weiß nicht. Achso, hier steht ja einer. Protection. Oh, das geht. Das ist gut. Machen wir den mal weg. Zack. So, dann machen wir hier mal Protection 3, Last Stand, Efficiency. Das geht nicht, okay. Aber Protection geht. Okay, perfekt. was hatte ich denn hier noch? Leech, Protection, Protection, Last Stand, Efficiency. Können wir gleich mal das Ding. Achso, ich hab Feather vor. Ich habe die Schuhe gar nicht an. Haha. So, jetzt muss ich gerade nochmal mich sortieren hier. Last Stand. Achso, Last Stand wollte ich noch gucken. Nur Mending. Soulbound. Achso, Soulbound soll hier noch drauf. Wo hab ich denn das? Hier, da. Das kommt noch mit drauf. Und ja, Unbreaking braucht er eigentlich nicht. Obwohl, habe ich da auch mit drauf. Die drei gehen auf jeden Fall noch auf die Brustplatte. Efficiency. Hier war nochmal Protection dabei. Sharpness, Sharpness. Die beiden kommen weg. Oh, ist das ein Durcheinander hier. Protection. Ist das höchste, was geht. Okay, das kann gleich drauf irgendwo. Aqua Infinity. Das, komm her, wir machen das jetzt mal so. Das kommt jetzt hier. Wo ist mein Rucksack? So, erstmal hier. Zack, das weg. Den Ring kriege ich jetzt hier nicht mehr rein. Helm, Helm, Helm. Protection, Efficiency. Efficiency 5. Ist das höchste, was geht. Unbreaking. Sharpness, Sharpness, kommt mal weg. Zack, zack. So, jetzt machen wir erstmal den Helm fertig. Den Helm mit Protection. Mit Aqua Infinity. Und mit Efficiency. Okay, das muss ich dann unten machen.
Protection. Ich sag Protection 3 da drauf, ne? Na, Mist. Soulbound. Unbreaking. Protection 3. Machen wir es nochmal. Zum Glück geht das. Soulbound. Unbreaking. Das Protection muss ich noch hochziehen. Habe ich hier noch irgendwo eins? Unbreaking Fortune Leech. Multishot. Power Punch. Unbreaking Soul. Nee, hier geht kein Protection drauf, glaube ich. Das geht hier nur auf den Büchern. Punch. Power. Eternal Compass. Keine Ahnung. Knockback. Power. Deep Strider. Fire Protection. Dann machen wir das anders. Verformung 4. Okay, habe ich. Flame, Power, Power, Smashing, Soulbound, Leech, Leech, Protection 3. Efficiency. Dann nehmen wir hier nochmal Fire Protection 3. Das ist Efficiency. Das ist auch Efficiency. Protection 3. Hier haben wir zwar Protection 3. Das können wir mal hochbringen. Protection 4. Das ist das höchste. Das habe ich da drauf. Dann können wir das auf die Hose machen. Zack. Dann machen wir hier mal das Fire Protection raus. Okay, Fire Protection kommt dann auf mal auf die Schuhe. Da kommt noch Efficiency drauf. Soulbound muss hier noch mit drauf. Last Stand kommt hier noch mit drauf. Keine Ahnung. Efficiency 5. Das kommt alles auf den Dings. Gucken, haben wir hier drüben noch Bücher drin. Deep Strider, Soap und Unbreaking. Frostwalker, Multishot, Sharpness, Flames, Might, Efficiency 3. Nochmal Efficiency. Erstmal hier unten gucken. Infinity brauche ich nicht. Soulbound, Feather Falling. Power, Soulbound Punch. Zack. Fortune Leech Smelting. Protection. Nochmal Protection. Unstable. Und Efficiency. Von dem Efficiency erhoffe ich mir einfach nur, das kommt weg. Da ist nochmal Efficiency. Multishot kommt weg. Sharpness kommt weg. Smite kommt weg. Nochmal Efficiency. Weg, weg,
weg, weg. Efficiency 5. Zack, zack. Efficiency 5. Okay, das war Multishot. Ah, hier ist noch zweimal Protection drauf. Zack. Protection, Protection. So, wo habe ich denn jetzt hier? Da ist Protection drauf. Da ist Protection drauf. Da ist Protection drauf. Und hier ist Fire Protection. Mal gucken, ob das geht. Nein, das geht nicht. Ja, ist egal, können wir so lassen. Soulbond Unbranching. Mhm. Die Schuhe kriegen nochmal ein Efficiency. Geht nicht. Muss ich dann unten wahrscheinlich machen. Da machen wir mal die Bücher noch rein. Zack, zack. Okay, machen wir mal die Brustplatte unten fertig. Nehmen wir mal 30 Level. So, Brustplatte, Soulbound. Hat er. Brustplatte, Last Stand. Hat er. Brustplatte, Unbreaking, geht nicht. Efficiency, geht nicht. Soulbound, Unbreaking, Feather Falling, Fire Protection. Geht auch nicht. Okay, Efficiency geht überall nicht drauf. Ich habe gedacht, ich könnte mir dadurch ein bisschen Energie sparen. So, was haben wir jetzt? Soulbound haben wir drauf, Unbreaking haben wir drauf, Protection haben wir drauf, Aqua Infinity haben wir drauf. Soulbound, Unbreaking, Protection. Protection, Soulbound, Last Stand. Unbreaking fehlt hier noch. Oh, Unbreaking da. Soulbound, Unbreaking, Feather Falling. Last Stand habe ich da drauf. Soulbound, Protection. Gut, dann fehlt mir hier im Prinzip nur noch Soulbound, Unbreaking. Habe ich. Doch, Unbreaking fehlt mir auf der Brustplatte. Hier, Unbreaking 3. Geht nicht. Okay, Unbreaking geht nicht. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Was geht? Ziehen wir den Kram mal wieder an. Level wieder weg. Gucken wir mal. Yay, kein Fallschaden mehr. Super. Also, wenn ihr noch Tipps habt, was man da drauf machen kann, gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt nicht der große Vanilla-Verzauberer, aber ich denke mal, dass diese Rüstung, denke ich mal, ganz gut ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt irgendwas. Warte mal, Efficiency. Stopp mal. Ich will mal was ausprobieren. Und das kann ich auch vielleicht mal hier erstmal machen. Kann man eventuell? Nein. Oh yeah, das geht. Perfekt. Geil. Machen wir da Efficiency drauf. Was haben wir denn hier noch? Efficiency, Multishot, Sharpness. Unbreaking, Leech, Smite. Ja, ich denke mal, das ist okay. Rüstung voll enchanted. Harry Bull Gaming quasi. Und ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute. In der nächsten Folge, beziehungsweise stopp. Stopp, stopp, stopp. Power, Infinity Multishot, Flame, Soulbound. Hier muss noch ein Unbreaking mit drauf.
Vielleicht auch ein Efficiency, wenn das geht. Unbreaking 3. Plupp. Okay, haben wir. Da ist Infinity drauf. Okay, Efficiency nimmt er auch hier nicht. Okay. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, werden wir die Rüstung mal richtig so zum Einsatz bringen. Und Cyanid ist auch fertig. Und ich würde sagen, lasst euch überraschen, was ich vorhab damit. Und ich wiederhole mich, ich weiß. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, ja, hier Minecraft mit dem da, ne? Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich würde mich über ein Abo freuen und schreibt rein in die Kommentare, was ich hier eventuell noch auf die Rüstung draufbringen soll. Ich bin raus für heute. Ich danke euch. Bis morgen. Tschüss.